So, wir sind immer noch bei der kostbaren Freundschaft und wir müssen Ture finden. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Assassin's Creed Origins und wir machen weiter heute mit dieser Mission. Ja, ich mache, wie gesagt, zwischendurch mal ein bisschen Break, weil ich brauche halt... muss ein bisschen Zeit investieren. So... Bin mal gespannt, was es jetzt hier erwartet. Erstmal schicken wir es. So, zwei Schätze jedenfalls. Da ist ein. Ach, das ist ein Vogelchen. Okay. Es sieht momentan nicht so aus, als wäre da irgendwie Großfeldpräsenz. Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ach ja, lieber Sonntag, geh mir ja. Kleines Hähnchen. Meine Güte, es war gut jetzt. Die Banditen holten ihn ein, aber dann kam hierhin. Ist Turo unter den Toten? Wir müssen irgendwas untersuchen wahrscheinlich. Oder plündern. Oh, die Viecher sind durchaus ziemlich lang, das ist lustig. Wie komme ich denn da jetzt rein? Wie komme ich da jetzt rein? Im Zweifel so. Ah, das muss Turo sein. Nehmen wir alles mit hier. Was ist das? Ah, deine Hand wurde gefressen. Na geil. Die Hyäne hat bestimmt den Ring verschluckt. Das ist absurd. So, findet die Jagd die Hyäne, die den Ring gefressen hat. Na, gut, dass wir es nicht in eine Folge gepackt haben, sondern in... So, den Ort haben wir abgeschlossen, so ist richtig. Na, komm her, das Pferdchen. Oder Kamelchen. Komm her. Oder? Oder jetzt. Das ist bestimmt wieder so eine Elite-Hyäne oder so, keine Ahnung. Oh,
Perfekt. Da ist nur ein Typ mit dabei, glaube ich, meines Wissens. Ich hab's aber nicht mit dem Ziel, Leute. Aber dann treffe ich den Mann doch nochmal. Ah, endlich. Der Ring, den Ober, Nepti und Rashidi gesucht haben. Dann beenden wir die Geschichte. So, dann haben wir das auch. Und dann holen wir, beenden wir wirklich die Geschichte. So, gucken wir mal rüber. Und der Typ war übrigens kein Feind, das war einfach nur ein Random Guy, der einfach abgehauen ist. Und den holen wir jetzt auch noch den Typen. So, und wir machen jetzt mal zurück zu den Schatzsuchern. So, ich will jetzt in den. Viele Hyänen hier. Ich muss dann auch wahrscheinlich erstmal Sachen verkaufen. Aber erstmal schließen wir die Quest hier ab. Moin Leute! Schlechte Neuigkeiten. Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Turo ist tot. Oh, tragisch! Und der Ring? Ja, sehr bedauerlich. Aber was ist mit dem Ring? Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. Habt ihr mich nicht verstanden? Wegen Turo? Das ist alles deren Schuld! Gib ihn mir! Nimm mal doch. Jetzt auf den Weg, Brüder. Seid ihr nicht traurig? Ein Freund ist tot. Schreib mal wohl die Null. Guten Tag, ein Freund. Das alles wegen ein bisschen Metall, weißt du? Wo ist der? Scheiße, der Ring! So, Quest abgeschlossen. Kostbare Freundschaft. Ja, wie ist das Scheißring hier? So, ich muss auch kurz irgendwo in die nächste Stadt, weil ich will mal kurz bei einem Schmied vorbeischauen. Der eiserne Villa läuft auch noch hier rum. Ja, vielleicht ist. Aber den können wir noch nicht jagen, der ist Level 25. So. Ich will eigentlich mal kurz zu einem. So, dann machen wir es mal kurz darüber, weil ich will, wie gesagt, beim Spielchen verschauen. Ach, da ist ein Schmied. Nee, warte mal. Da ist ein Schmied. Ich will mich kurz mal so. Dann rutsche ich mal rüber mal nach Feis. Kurz.
Weil ich will Dinge... Ich will Dinge verkaufen. So, gucken wir mal wegen Ausrüstung, ob wir die irgendwo was haben, was stärker ist als unsere Zeugs. Gar nicht. Da schon. So, den Rest können wir verticken. Kommst du zum Feilschen? Ach, Emir, ach, Baki. Ist gut. Ich nehme es. Wir haben ja genug Zeugs gefunden, die ich jetzt mal kurz verkaufen kann. Ist gut. Ich nehme es. Ist gut. Ich nehme es. Wie viel Zeugs haben wir eigentlich? Wir haben nicht genug Geld für Sephetos verfluchte Steuern. Wenn er kommt, werde ich ihm anbieten müssen, mich in die Schuldknechtschaft zu verkaufen. Nein, nein, das musst du nicht tun. Ich habe mit so aufrüsten über unsere Notlage gesprochen. 4000? Das reicht für ein oder zwei Monate. Diese Familie ist so großzügig. Die rüste ich mal auf den goldenen Wolf. Und auch den Langbogen. Ist gut. So, Dinge verkauft. So, damit haben wir zumindest wieder ein bisschen Zeugs aufgerüstet. Gut. Was haben wir denn als nächstes für eine Mission noch? Haben wir noch eine Nebenquest noch? Eigentlich will ich jetzt keine Hauptquests mehr machen, ich will eigentlich gerne Nebenquests machen. Hier wären noch zwei. 18 und 18, sehr gut. Dann machen wir die. Ja, dann haben wir zumindest ein bisschen was an dem Material. Warte mal, was ist denn da unten noch? Läuft da unten rum? Da ist er wieder, alles klar. Gut. Dann rüber nach Letopolis und dann geht's in den nächsten Folgen weiter mit diesen beiden Quests. Willkommen! Willkommen in Letopolis! Letzter Traum! Willkommen, Nebet! Die Stadt der Zukunft Ägyptens heißt alle willkommen! Ja, mich auch und damit bin ich raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder!